Hi! Heute geht es um die 10 schönsten Bergseen in den Alpen. Was sind denn eurer Meinung nach die schönsten Bergseen in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in Slowenien oder gar in Deutschland? Schreibt mir eure Favoriten doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Ich bin ganz gespannt, welche ihr da kürt. Und ansonsten starten wir mit Platz Nummer 10 direkt in Deutschland. Ein ganz bekannter See, da kann man auch ganz gemütlich mit dem Schiffchen drüber tuckern. Auf Platz 10 der schönsten Bergseen der Alpen hat es der Königssee im Nationalpark Berchtesgaden geschafft. Aufgrund seiner Lage in steilen Berghängen wird er häufig auch mit einem Fjord verglichen. Auf dem Gewässer fahren Schiffe mit Elektroantrieb. Beliebte Ziele für eine Wanderung am Königssee sind die Eiskapelle an der Watzmann-Ostwand. Dort befindet sich ein ganzjähriges Schneefeld. Durch das heraustretende Wasser entsteht diese gigantische Höhle. Das Betreten ist allerdings lebensgefährlich. Besucht unbedingt auch den Rötbachfall. Mit 470 Metern ist er der höchste Wasserfall in Deutschland. Auf einer Höhe von knapp 1800 Metern liegt der malerische Formarinsee unterhalb der Roten Wand mitten im Lechquellengebiet in Österreich. Der Bergsee ist Ausgangspunkt für den 115 Kilometer langen Lechweg bis nach Füssen im Allgäu. Wir empfehlen, die erste Etappe in umgekehrter Reihenfolge zu laufen, also von Lech am Arlberg bis zum Formarinsee. Das ist so idyllisch hier. Wir laufen hier dauernd über Stege, queren immer mal wieder den Fluss. Sind mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Überall sind Rastplätze und so Bänke. Es ist halt wirklich so ein Weg, um auch die Natur zu genießen, sich einfach mal hinzusetzen, den Blick über das Wasser schweifen zu lassen und zu sagen, okay, hier spanne ich total aus. Oberhalb von Lech liegt übrigens noch ein weiterer Bergsee, der uns sehr gut gefallen hat, der Butzensee. Wenn die Sonne scheint, leuchtet das Wasser hellblau. Fast wie auf den Malediven, oder? Leuchtend blau liegt auch der Elblisee in Graubünden direkt vor unseren Füßen. Links sind massive Felswände, rechts saftig grüne Wiesen, über uns strahlend blauer Himmel. Es ist ein Spiel der Farben. Die Wanderung dahin ist entweder von Lenzerheide über das Papaner Rothorn möglich oder etwas einfacher ab Arosa. Die Tour dauert etwa 4 Stunden hin und zurück. Zum Baden könnte der Elblisee allerdings etwas zu kalt sein. Immerhin liegt er auf über 2100 Meter Höhe. Das ist ja eher so ein Geheimtipp. Wenn ihr bekanntere Seen in der Schweiz besuchen möchtet, dann könntet ihr aber auch beim Seealpsee oder beim Öchinensee vorbeischauen. Auch zwei richtig schöne Bergseen dort. Wir gehen jetzt aber weiter von der Schweiz nach Italien und schauen uns direkt Platz Nummer 7 an. Türkises Wasser, umgeben von dichtem Wald und darüber ragt der mächtige Latte Mar auf. Kein Wunder, dass viele Maler und Schriftsteller den Karasee in Südtirol als Motiv für ihre Gemälde und Erzählungen wählten. Heute ist der Bergsee ein Naturdenkmal. Hier gilt, nur gucken, nicht anfassen, denn das Gewässer ist umzäunt und das Ufer darf nicht betreten werden. Auch wenn der Name etwas furchteinflößend klingt, lohnt sich ein Besuch dieses schönen Bergsees im Allgäu. Der Schrecksee befindet sich in einem kesselartigen Tal, umgeben von satten grünen Wiesen und sanften Hügeln sowie mächtigen Gipfeln. Okay, als wir da waren, lag leider überall noch Schnee. Wir haben gerade ein Loch im Nebel entdeckt und jetzt liegt er da so unter uns und eigentlich richtig schön mit dieser Insel da drin. Stellt euch das jetzt mal an einem heißen Sommertag tiefblau vor und stellt euch dann vor, wie die Sonne von oben runter brutzelt und ihr echt Bock habt, in dieses Wasser reinzuhüpfen. Ich glaube, das ist wirklich eine lohnenswerte Erfrischung hier oben. Und dann ist es auch gar nicht weit und ihr könnt eine Überschreitung machen und nach Österreich runterlaufen. Wir stehen hier nämlich gerade jetzt mit einem Fuß in Österreich und mit dem anderen in Deutschland direkt an der Grenze. Und von dort könntet ihr ebenfalls hochwandern, von Tannheim aus über den Wiesalpsee. Dauert ungefähr genauso lange. Beachtet, dass die Wanderung zum Schrecksee eine anspruchsvolle Bergtour ist. Außerdem gilt wie überall, hinterlasst keinen Müll und Wildcampen ist verboten. Musik
Auf rund 2000 Meter Höhe in Zell am See Kaprun liegen der Moserboden und der Wasserfallboden. Von oben betrachtet wirken die beiden türkisblauen Stauseen fast wie Fjorde. Darüber ragen das große Wiesbachhorn, der mächtige Riffelgletscher und das Kitzsteinhorn in die Höhe. Ein Tipp ist der Klettersteig an der 107 Meter hohen Staumauer. Hierfür sollte man allerdings schon etwas schwindelfrei sein. Besonders spektakulär ist die Szenerie von der Höhenburg und im Frühling, wenn die Seen durch das abfließende Schmelzwasser bis zum Rand gefüllt sind. Boah, das war wirklich krass, da diese Staumauer nach oben zu klettern. Für mich Nervenkitzel pur. Und ich war einfach nur dankbar und froh, dann endlich oben zu sein. Der Ausblick auf die Seen ist aber allemal ein Besuch wert. Und keine Sorge, ihr müsst nicht über den Klettersteig nach oben klettern. Und ansonsten gibt es ja in Österreich auch noch ganz, ganz viele andere Bergseen, die auch ein Besuch wert sind. Zum Beispiel auch Platz Nummer 4. Der Aachensee ist der größte See in Tirol, bis zu 133 Meter tief und bekannt für seine gute Wasserqualität. Den schönsten Ausblick hat man vom Bärenkopf. Die Tour beginnt in Pertisau mit der Seilbahn. Von der Bergstation sind es dann ca. 3 Stunden hin und zurück. Der Aachensee ist übrigens auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wassersportler. Für Segler und Surfer bestehen ideale Verhältnisse, sodass der See oft als Tiroler Meer bezeichnet wird. Wer nicht bis nach Tirol fahren will, findet in Bayern dieses Idyll bei Garmisch-Partenkirchen. Der Eibsee ist bekannt für sein klares, grün getöntes Wasser. Doch richtig schön wird es erst, wenn die Sonne scheint. Dann bietet der See am Fuße der Zugspitze fast schon karibisches Flair. Der Wettergott meint es irgendwie nicht gut mit uns. Es regnet gerade aus Strömen, sodass wir nicht mal mehr die Zugspitze da im Hintergrund erkennen können. Aber ich glaube, man kann erahnen, wie schön der See eigentlich aussieht. Normalerweise glitzert er so richtig schön in der Sonne und überall ragen dann so Inselchen auf. Um den See führt ein 7 Kilometer langer Rundweg. Bei schönem Wetter hat auch der Bootsverleih geöffnet und ihr könnt Tretboote mieten oder Stand-up paddeln. Außerdem lohnt ein Abstecher auf die Zugspitze. Denn die beste Sicht auf den Eibsee hat man ja bekanntlich von oben. Ein idyllischer See, in der Mitte eine kleine Insel mit einer Marienkirche drauf und ringsherum sanfte Bergriesen. So lässt sich der Bledersee in Slowenien am besten beschreiben. Die Überfahrt zur Insel ist mit traditionellen Holzbooten möglich. Ansonsten lohnt sich auch die Besichtigung der Burg von Bled am Nordufer des Sees und der Aufstieg zu einem der vielen Aussichtspunkte. Richtig schöne Aufnahmen, oder? Ich bin ja auch immer wieder gerne in Slowenien, einfach weil ich die Landschaft so krass finde. Ich finde, es sieht alles so hochalpin aus, obwohl die Berge gar nicht so hoch hinaufgehen. Und wenn ihr schon mal da seid, solltet ihr auf jeden Fall auch am Bohinjesee vorbeischauen. Jetzt aber Trommelwirbel für Platz Nummer 1, den Favoriten, den wir dieses Mal gekürt haben. Und ich verrate euch eins, ich stehe die ganze Zeit schon davor, das ist er nämlich. Es ist ein Bergsee wie aus dem Bilderbuch. Eine traumhafte Kulisse mit imposanten Gipfeln, darunter grüne Wälder und ein altes Bootshaus. Der Praxer Wildsee in Südtirol ist aber nicht nur einer der schönsten Bergseen der Alpen, sondern auch mittlerweile ziemlich gut besucht. Auch ein Hotel befindet sich direkt am Seeufer. Der Praxer Wildsee kann ansonsten auf einem leichten Wanderweg in gut einer Stunde umrundet werden und ist Ausgangspunkt des Dolomitenhöhenwegs Nummer 1. Im Sommer stehen zudem nostalgische Ruderboote zum Verleih bereit. Sollen wir Ruderboot fahren? Oh, ja, unbedingt, wenn wir schon mal hier sind. Unser Bootchen liegt schon bereit. Du ruderst, oder? Ja, du filmst ja. Ja, noch eine kurze Einweisung, wie man richtig rudert und schon beginnt das Vergnügen auf dem See. Dankeschön. Und, haben wir zu viel versprochen? Das ist doch wirklich ein richtig toller Bergsee hier, oder? Welchen See hättet ihr denn auf Platz 1 gewählt? Könnt mir das immer noch gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr zugeschaut habt und wenn euch diese Liste gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasst mir doch bitte auch ein Gefällt mir. Oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Und jetzt geht's volle Fahrt voraus in Richtung Seeende.